Eigentum ist alltäglich und allgegenwärtig. In unserer Gesellschaft besitzen fast alle irgendetwas. Ein Fahrrad, ein Smartphone oder eine Waschmaschine. Wenn es aber nicht nur um Alltagsgegenstände geht, sondern darum, wer ein Vermögen zu vererben hat, wer Eigentümerin eines Unternehmens ist oder wer mit Aktien spekuliert, dann sieht es ganz anders aus. Fast die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland verfügt über keinerlei Vermögen, während wenige viel besitzen. Die reichsten 10%, 2/3 des Vermögens. Global ist Vermögen noch ungleicher verteilt. Eigentum ist dabei nicht nur eine Frage von Wohlstand und Armut. Eigentum verschafft auch Lebenschancen, Einfluss und Gestaltungsmacht. Im Alltag, in der Wirtschaft, in der Politik. Eigentum prägt grundlegend die Identitäten von Menschen und ihr Verhältnis zueinander. Eigentumsverhältnisse sind stets in Bewegung. In den westlichen Wohlfahrtsstaaten wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts soziale Rechte und Sicherheiten erkämpft, die viele Eigentumslose schützten. Auch wenn sie nur für einen Teil der Weltbevölkerung galten. Seit den 1980er Jahren haben sich die Kräfteverhältnisse erneut verändert. Das Privateigentum hat wieder an Bedeutung gewonnen. Erbschaften und Vermögen wachsen rasant und wir erleben Wellen der Privatisierung öffentlicher Leistungen. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Eigentumsordnung wird aktuell nicht nur durch die globalen Finanz- und Wirtschaftskrisen herausgefordert, sondern auch durch technische Entwicklungen, politische Konflikte und ökologische Krisen. Wie verändert sich etwa unser Denken über Eigentum, wenn durch die Digitalisierung Filme und Bücher kostenfrei kopiert und geteilt werden können? Welche Konflikte entstehen durch neue Eigentumsgüter? Wenn Windparkbetreiber darüber streiten, wem der Wind gehört? Wenn der Klimawandel neue Debatten um die Verfügung über Weltmeere und Atmosphäre anstößt? Wenn gefragt wird, wem gehören die Daten? Dann geht dies über herkömmliche Vorstellungen von Eigentum hinaus. Und es stellen sich ganz neue Fragen. Auch die nach Alternativen zum Eigentum. Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Sonderforschungsbereichs Strukturwandel des Eigentums an den Universitäten Jena und Erfurt. In 23 Projekten forschen Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen gemeinsam mit KollegInnen aus den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, um Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Eigentums zu erkunden. Mehr über unsere Forschung erfahren Sie auf unserer Website, in unserer Podcast-Serie und regelmäßigen Blogposts sowie bei öffentlichen Veranstaltungen und Workshops. Besuchen Sie auch unsere digitale Bibliothek des Eigentums mit einschlägigen Texten, Quellen und Filmen.